Torrico an der Geige, die Chefin vom Ganzen, Maria Paula Major, Erik Flühmanns, Martin Fonze. Viel Spaß!
Vielen Dank. Herzlichen guten Abend, Köln. Ja, man kann lachen über meinen Akzent, aber ich habe gehört, man findet das sympathisch. So, man gewöhnt sich daran oder man geht nach Hause. Ja, das ist das Rudi Carrell-Akzent. Das ist in die Genen, kann ich auch, aber auch nicht helfen. Aber vielen Dank. Wir sind sehr froh, hier spielen zu dürfen und können. Und ich bin auch sehr froh, das zu machen mit das Matangi-Quartett. Und ich kenne ihn fast 30 Jahre, die Trompete. Der Trompetist, Trompetspieler aus Holland, Erik Vloeimans. Diesen sehr charmanten jungen Mann, so mit diesem. Rudi Carrell himself. Ja, dasselbe Akzent, hè? Ja. Ich möchte gern so ein großes Applaus für diesen sehr charmanten jungen Mann, der alles geschrieben hat. Martin Funzel. Vielen Dank. Man soll nicht zu viel erwarten. Man soll enttäuscht werden. Das ist eine Sprache aus Holland. Aber wir sind sehr froh, dass wir spielen können hier. Und wir spielen eine Mischung von Stücken von mir und von Erik. Und das erste Stück war ein Stück inspiriert bei der Metrostation in Sao Paulo, Brasilien. Paraíso, Paradies. So, Brasilianer finden das Paradies in ein schwarzes Loch, irgendwo in die Erde. Und das nächste vier Stücke sind von einem Schwede, Testimony, sind vier Teile und alle beschreiben ein bestimmtes Teil des Tages, so der Morgen, Frühmittag, Frühabend und der Nacht. Und das ist ein Feature für Matangi, Erik, und ab und zu Piano. Viel Spaß, Vergnügen mit Testimony.
Erik Vloeimans. Und jetzt spielen wir ein Stück von Erik. Er soll es inleiten. Viel Erfolg. Also, das kann ich. Wissen Sie, ich bin hier so vielleicht, wenn ich noch am Konservatorium studierte, bin ich hier am ersten Mal gewesen, hier auf diesem Platz, und habe ich zum ersten Mal meines Lebens Kenny Wheeler gesehen mit der WDR Big Band. Und er machte diese Music for Large and Small Ensembles. Und auf diesem Moment, dass ich hier stehe, muss ich daran denken, dass das so. Das war so ein Erlebnis in meinem Leben, so hier nach Köln, ganz vom Holland hier nach Köln zu fahren und dann Kenny Wheeler zu sehen. Das war wirklich mein Hero auf Trompete. Sie kennen Kenny Wheeler? Ja, sind da Leute, die sind da auch auf diesem Konzert gewesen? Einer, okay. Okay, sehr gut. Ich hoffe, dass Sie ebenso viel Spaß haben wie ich hier mit meiner Trompete jetzt. Also, ich muss erstmal so. Sie sehen Martin so mit dieser Maschine, die sich in seiner Hand hat. Kannst du etwas sagen über. Ich meine, das ist doch. Vielleicht die Leute wissen gar nicht, was das ist. Das sieht aus wie so ein, Piano, wie man denn drauf bläst oder so etwas. Hast du da so etwas über zu sagen, vielleicht? Das ist richtig. Ja, das ist ein Piano, wo man bläst. Okay. Ja, toll, toll, klingt gut. Ich sehe, das wie meine Trompete, das ist auch ein goldenes Mundstück. Ist das für die Show oder was? Genau. Okay. Das ist deutlich, danke sehr, Martin, danke. Okay, das nächste Stück habe ich geschrieben und das habe ich gewidmet einer Gitarristin, die ich sehr bewundere. Das ist Marc Ribot. Ich weiß nicht, ob Sie ihn kennen, aber das ist so ein Typ, der alles spielen kann. Und ich folge ihm seit Jahren. Und auf einmal hat er so eine CD gemacht, zwei CDs, mit einer kubanischen Rhythmussektion. Und das heißt, bin ich vergessen, aber das war sehr gute Musik. Und da konnte man auf einmal auf tanzen und so. Und das war eigentlich so ein bisschen eine Reaktion, was er hatte in die Zeit, auf die Buena Vista Social Club. Kennen Sie das? Ja, das kennen Sie. Ja. Ich auch. Okay, so und ja, ich dachte, ich schreibe auch ein Stück und da reagiere ich auf was er hat gemacht mit den ganzen CDs und ich habe das gemacht. Ich habe das genannt Harry Bow. Eigentlich weiß ich auch nicht warum. Harry Bow, ja. Ja. In Holland hat man so Süßigkeiten, der so heißt. So, auch hier? Es ist so unglaublich schmutzig. Also es ist nicht für diese Süßigkeit, okay? Das ist serious stuff. Okay. Thank you.
Ich habe ein Stück für meine Mutter geschrieben. Und das ist sehr besonders. Meine Mutter ist vor 2 Jahren verstorben und auch gestorben. Und eine der letzten Stücke, die sie gehört hat in ihrem Leben, war diesem Stück. Es heißt Maria, ist gewidmet an der Mother of All Mothers, eine Urmutter. Und heute ist der Geburtstag meiner Mutter. So, wie schön, meine Damen und Herren. So, ich widme das Stück. Ich widme das Stück heute speziell für meine Mutter und es heißt Maria.
Danke. Und jetzt etwas anderes. Als Komponist ist man immer auf der Suche nach Inspiration. Und normalerweise findet man in die Liebe die Natur, andere Musik. Und manchmal ist auch Fußball eine Inspiration. Die holländische Mannschaft, Sie kennen es, ist eine sehr erfolgreiche Mannschaft in der Geschichte des Fußballs. Und ich habe gedacht, es fehlt noch etwas. Ein Stück für einen sehr, sehr guten Trainer von unserer Nationalmannschaft, Ronald Koeman. Kennen Sie Ronald Koeman? Wenn nicht, gut Wikipedia. Ja, im Moment ist er der Trainer von Barcelona. Er war auch damals ein Spieler von Barcelona. Und sie haben ihn Floquet genannt. Und das heißt, das ist der Name von einem Albino-Gorilla in der Tiergarten von Barcelona. So, man hat ein Bild, wie unser meist erfolgreiche Spieler aussieht. Und ich habe für Erik ein Stück schreiben müssen, das ein bisschen inspiriert sein muss von Spanien. So dichter als dies habe ich nicht gekommen. So, übrigens, FC Köln, gute Mannschaft ist es diese Saison. Fußball, Sie wissen, was Fußball ist. Das ist, Fußball ist Musik, aber mit 70.000 Zuschauern. In Holland haben wir 30, 40, vielleicht 70 für Musik, aber für Fußball, das Virus hat keinen Einfluss. So, wir haben 70.000. So, das ist ein bisschen traurig. So, ich hoffe, dass das letzte Mal ist, dass wir dieses Stück spielen. Es heißt Floc de Neu. Floquet ist Katalan, Floc de Neu ist Spanisch. Und das heißt auf Deutsch Schneeflock. Schneeflock auf Holländisch. Schneeflock? Schneeflocken. So, Ronald Koeman gewidmet. Thank you.
Erik Vloeimans, Maria Paula Major, Daniel Torrico, Karsten Kleijer, Arno van der Vuurst, Marcus, Arin. Vielen Dank, Friederike, in Köln. Wir waren ein Testimonie. Dank. Okay, meine Damen und Herren, Sie haben Glück gehabt, weil wir hatten noch etwas geübt. Hein? Okay, also ein schönes Schlafliedchen. Das ist das Beste so am Ende des Konzerts. Also Martin und ich haben die Musik geschrieben für einen kleinen Animationsfilm und die Film ist über Lex van Weeren. Lex van Weeren war ein Mann, und er ist im Zweiten Weltkrieg transportiert worden nach Auschwitz, und er hat den Krieg überlebt, weil der seine Trompete mitgenommen hat und im Orchester des Kampfes hat gespielt. Und da ist dieser kleine, sehr kleine Film über, und wir haben diese Musik, und diese Musik ist gewidmet Lex van Weeren, und ich habe es genannt Lex.